Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Caritas, liebe Ehrenamtliche. Vor einigen Tagen war ich in Köln, just an dem Tag, an dem die Lockerungen in Nordrhein-Westfalen griffen und zum ersten Mal die Kneipen wieder aufmachen durften. Und so kam ich an einer Kneipe vorbei, wo ein älteres Ehepaar drin saß und der Mann zu seiner Frau sagte: Elke, das erste Kölsch, ist das nicht schön? Nun, ich glaube, wir würden alle lügen, wenn wir gegenüber den Lockerungen nicht wirklich froh wären und dass jedem von uns eine Art Erleichterung widerfährt, wenn wir wieder mehr raus können, wieder mehr Freunde treffen können. Aber die Frage ist doch, was haben wir eigentlich wirklich vermisst? Ist es das Bier in der Kneipe oder ist es der Besuch eines Museums oder eines Theaters? Oder ist es nicht vor allem diese Kontaktsperre, die uns zu schaffen gemacht hat, dass viele von ihnen einsam waren, viele von ihnen gelitten haben, nicht die Eltern, nicht die Kinder besuchen zu können und dass wir uns doch dort sehr einschränken mussten. Im heutigen Tagesevangelium sagt Jesus: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und damit trifft, glaube ich, Jesus einen Punkt unseres ursprünglichen Menschseins, nämlich, dass wir auf die Liebe ausgerichtet sind. Und diese Liebe zeigt sich eben in Kontakt, in Fürsorge, in das Treffen, in den Gesprächen, in dem Miteinandersein. Wenn diese Krise einen Vorteil hat oder etwas Positives hat, was wir abgewinnen können, dann vielleicht diese Erkenntnis, dass eben der Kontakt und die Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unserem ursprünglichsten Menschsein gehört. Nutzen wir also jetzt die Zeit, pflegen wir unsere Kontakte. Jetzt in den nächsten Tagen, wenn die Lockerungen greifen und das Wetter eben auch mitspielt. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Tschüss.